Bin ich live? Ja. Eine Katze sitzt hier. Aber ich will nichts bewegen, sonst geht alles kaputt. Heute ist Donnerstag. Mittwoch. Heute ist Mittwoch. Und es ist der 28. Dezember. Das ist die Woche zwischen Weihnachten und Neujahr. Und es regnet. Und ich lese aus Life in Spirit. Das ist Harry Edwards, der lebte von 1893 bis 1947. Nein, bis 1976. Aber in 1947 hat er eine Sanctuary erstattet. Und das besteht immer noch. Also er war ein Heiler. Und er war auch ein Medium. Und dieses Buch geht ums Nachleben. Ich bin jetzt bei Kapitel 10. Er erzählt das in einer Art und Weise von John und Mary. Mary war zuerst gestorben und dann kam John. Und in diesem Kapitel geht es um spirituellen Fortschritt oder Progression und Organisation im Nachleben. Er sagt hier, ich hörte auf, als es ging um die Wahrheiten, dass es hier nur die Wahrheit gibt im Nachleben. Wenn man zum Beispiel sehen kann, wer spricht denn hier? Augenblick mal, ich muss mal eben ganz gucken, wo sie hier waren. Die sprechen zu Boiler. Boiler ist diese illuminierte Person. Person ist vielleicht nicht das richtige Wort. Seele, die illuminiert ist und sehr weise ist. Und Beulah hat zu John gesagt, du kannst mich gerne fragen, was du möchtest. Und John unterhielt sich mit ihm im ersten Teil. Und es geht darum, dass Wahrheiten werden bekannt und akzeptiert. Und die physikalische Ideologie wird immer mehr näher dem Spirit. Und dass man langsam entdeckt die Unterschiede zwischen den örtlichen Koden des Wirtes und hier diejenigen, die Werte, die hier benutzt werden oder die Regeln sind im Nachleben. Bühler sagt, wenn du zum Beispiel siehst in den Art und Weisen, die du Gott dienen kannst und dem Menschen dienen kannst, indem du nur Gutes beeinflusst, mit denen du eine Art Freundschaft und Kommunikation entwickeln kannst, dann ist das eine große Hilfe. Das ist eine wunderbare Idee, sagte John, aber wie können wir denn dieses lernen? Wie kann ich lernen, Leuten den richtigen Ratschlag zu geben und die Art und Weise zu kommunizieren? Und würde das nicht sehr viel Zeit einnehmen? Bühler sagte, Zeit hier ist relativ zu dem, was es betrifft. Auf der Erde ist alles in Zeit gemessen. Hier gibt es so etwas nicht. Perioden von Aktivität werden notiert, in der Änderung, die stattgefunden haben, als ein Resultat dieser Aktivität. Progress hier kann aus allen Proportionen sein, denn man versucht, es gleichzustellen mit der Änderung in dem physikalischen Leben. Wenn dort ein Dienst gemacht werden muss, oder wenn jemand einen Dienst machen möchte, und während du deine Weisheit sammelst im physikalischen Gesetz und hier dann im Nachleben, die Zeit, die du damit verbringst, ist verhältnismäßig kurz. Viel kommt darauf an, wie der Lehrer ist und der Student. Lass es mich dir mal eine Geschichte erzählen, um das zu illustrieren. Ein Neuankömmling wie du, John, war nicht zufrieden
zusammen mit den anderen Neuankömmlingen zu studieren. Und daher ging er zu dem Meister der Halle des Lernens und fragte, dass er unter die Tutelage, also dass er unter Leitung eines von denen hat, die schon viel gelernt haben, damit er auch schneller lernen kann. Der Meister nahm diesen jungen Mann zu seinem Labor. Er setzte ihn auf eine und platzierte eine Goldfisch-Bow, sagen wir, ein Goldfischglas und gab ihm einen Schreiber und Papier und befahl ihm, jetzt zum Stuhl zu gehen und sich den Fisch anzusehen und alles das hinzuschreiben, was er beobachten würde. Der verwirrte junge Mann machte Notizen. Er beobachtete die Form und die Farbe des Goldfisches und die Bewegung des Goldfisches. Dann nahm er seine Notizen zu dem Meister mit dem Kommentar: Ich bin fertig. Oh ja, sagte der Meister, du bist der junge Mann, dem ich die Aufgabe gegeben habe, sich den Fisch anzusehen. Wie lange hast du das denn getan? Eine Stunde, sagte der junge Mann, denn er lief noch unter dem physikalischen Zeituhr. Eine ganze Stunde. Nun, dann möchte ich, dass du zurückgehst zu dem Fisch und sitzt dort für 6 Monate. Am Ende dieser Zeit wirst du etwas über den Fisch wissen. Und ich kann dich in meiner Arbeit benutzen. Der Student war erschrocken. 6 Monate, schrie er. Was ist hier in dem Leben dieses Fisches, das ich jetzt nicht schon gesehen habe? Der Fisch selbst, war die Antwort. Du hast es nur angesehen, aber du hast es nicht gesehen. Nach 4 Monaten, auf dem er auf dem Stuhl saß und ich den Goldfisch 10 Stunden am Tag ansah, 6 Tage in der Woche, für über 13 Wochen, setzte er sich plötzlich auf und hat das erste Mal den Fisch richtig angesehen. Er hat plötzlich entdeckt, dass es wie kein anderes lebendes Lebewesen ist, das er jemals vorher gesehen hatte. Er dachte, was ist überhaupt ein Fisch? Und kann ich etwas lernen von seinem Benehmen, das dieser Fisch hier darstellt? Dieses Erwachte, sein Interesse und dann die Beendigung der 6 Monate Probezeit verging und der Meister sagte endlich, dass er jetzt von seiner Dienst befreit ist, den Fisch weiter anzusehen. Und der Junge antwortete, nein, ich will noch nicht aufhören, diesen Fisch anzusehen. Ich fange gerade jetzt an, so viel darüber zu lernen. Nun, sagte der Meister, dann machst du Fortschritt, mein Sohn. Sitz hier für 6 Jahre und wirst wahrscheinlich mehr über den Fisch wissen als alle meine Professoren. Es war eine Aussage von größter Weisheit und sie kann angesetzt werden an alle, die wissen wollen, was dort noch mehr ist an Weisheit, was man wissen möchte und kann. Die Entwicklung der spirituellen Geschenke endet nie, denn wir können nicht danach reichen, der Perfektion reichen. Das ist nur für Gott, aber wir können es immer versuchen. John dankte Boiler für seine Geschichte und erzählte ihm, dass er zufrieden wäre, am Arbeit zu beginnen und dass er geduldig sein wird. Aber da war noch eine andere Frage, in der er gerne Leitung hätte. Frag, mein Sohn, sagte Boiler. Ich weiß, es gibt es viele Religionen, von denen Christianity eine ist, aber
diese ist auch Unterschied mit verschiedenen Glaubenssystemen innerhalb der Christianität. Kannst du mir vielleicht sagen, welche von all den Religionen diejenige ist, die am besten helfen kann, uns auf unserem spirituellen Weg des Fortschrittes zu helfen? Eure Lehrer haben ein schmales Tau gelaufen, um zu versuchen, eine Balance zu behalten zwischen der Bibel in der einen Hand und Wissenschaft in der anderen, sagte Boyle. Sie haben wenig Fortschritt gemacht, weil man in der Lage ist, eine bestimmte Art und Weise von Equity zu behalten, haben sie den Aussicht verloren, den sie erreichen wollten. Euch wurde erzählt, dass Gott den Menschen kreiert hatte, aber es brauchte den Menschen, oder es brauchte einen Menschen, der Darwin genannt wurde, herauszufinden, wie das angeblich gemacht wurde. Ihr wurdet gelehrt, dass die Welt mit allen lebenden Spezien kreiert waren bei Gott oder Kreator in 6 Tagen. Und um dieses zu justify, um dieses zu rechtfertigen, sagten eure Wissenschaftler zu Gott, eines Tages war es 1000 Jahre und an 1000 Jahre an ein Tag. Die ganze Zeit ist relativ. Eure Wissenschaftler kamen zu derselben Entschluss oder Conclusion, dass es in Genesis gefunden hatte. Das Leben begann im Ozean und das Salzwasser schwarmte mit Leben. Die Luft war gefüllt mit beflügelten Spezien und der Tag kam, als die Krebi und kleinen Rumkraulenden und die Biests der Erde sich anfingen, auf das trockene Land zu begeben. Genesis stimmt insofern ein, dass der Mensch der Letzte ist von allen, die in Existenz gekommen sind, in eine fertige Welt von Pflanzen und Biesten. Alles rotierte und tickte. Alles funktionierte, bevor der Mann kam, aber nicht durch irgendeine Anstrengung des Mannes selber. Keine Fehler sind gemacht worden in dem komplexen Design des Kreators. Nach Genesis war der Gott zufrieden mit der Welt, die er kreiert hat oder es kreiert hat, so dass er am 7. Tag aufgehörte zu kreieren und sich zur Ruhe legte. Mensch war verhältnismäßig nackt geblieben, aber da gut versorgt wie alle anderen Tiere und Biester bevor ihm. Gott war merciful, gnadenvoll und würde die letzte Kreation, den Menschen, den er gemacht hat, nicht sterben lassen. Eure Wissenschaftler stimmen diesem ein, denn der Mensch würde nicht vom Biest evolviert werden, wenn die Natur ihn nicht gut gesehen hätte und genug dort hat für das Überleben. Und hier war es, wo Mann oder Mensch die Verbindung verloren hat mit dem Lehrer. Dieses war, als der Konflikt begann. Konflikt zwischen dem Kreator und dem Kreierten. Und Konflikt zwischen dem rechten und linken Hand des Juggling Teachers, Lehrers. Wobei Gott zufrieden war mit seinem Job, war Mensch nicht zufrieden. Gott war sicher, er hat Menschen eine perfekte Umgebung gegeben, aber Mensch hat nicht eingestimmt. Während Gott Ruhe nahm Mann über. Mann wollte Fortschritt.
Fortschritt vom Paradies. Mann oder Mensch arbeitete 7 Tage und dachte, er würde den Gott damit dienen, wenn er auch am 7. Tag Ruhe nimmt. Mann stritt sich zwischen seinen Fellow-Men, ob sie auch am Sonntag oder am Samstag Ruhe nehmen sollen oder am Freitag. Aber ob sie wohl Christen waren, Juden oder Muslims, sie sind zurückgegangen zur Arbeit am 8. Tag und weiter haben sie gemacht, ihren Kampf, die Welt besser zu machen. Für Jahrhunderte schlief Gott, während man neue Autos und Räder entwickelt und erfunden hat. Gott hatte nicht daran gedacht, Dynamit zu kreieren oder den Bedarf für nukleare Fusion. Hat er anerkannt, hat er bemerkt, was passierte, was man damit machen konnte. Religiöse Erwachsene schienen zu glauben, dass Gott den Menschen geleitet hat, deren Gehirne geleitet hat, sodass jeder Schritt Fortschritt angeblich bedeuten sollte. Hat Gott anerkannt, dass der Mann oder Mensch versucht hat, alles zu remodeling, was er schon gemacht hat oder was Kreator schon gemacht hat? Dem Mensch wurde gelehrt, dass Gott ihm Verantwortung gab, mit seiner Möglichkeit und Fähigkeit Freiheit zu bilden und zu zerstören, voranzugehen oder zurückzugehen, sich zu freuen oder zu leiden, geleitet bei der Intelligenz, Intuition und Gewissen, das er dem Menschen gegeben hat. Sicher muss das doch korrekt sein, wenn es wahr ist, dass der Kreator der Kreator geben oder nehmen kann im Nachleben. According to man's behavior, das sich dann auf das örtliche Leben des Menschen beziehen würde. Boiler machte eine Pause und dann sagte er: Bleibe hier in Gedanken bei mir, ich erzähle euch eine andere Geschichte. Dieses ist eine Geschichte, die unseren Kindern erzählt wurde, im Kindergarten, aber es wird die Antwort innerhalb dieser Geschichte haben für deine Frage. Indem er der Erde seine Liebe, seine Gesetze der Kreation gegeben hat, hat Gott von Anfang an Menschen etabliert und er hat Kirchen gebildet für alle Seelen. Diese Kirche, die gebaut wurde, war von wunderbarer Schönheit. Die Spirit-Materialien hatten Wände, die Wärme ausstrahlten und Liebe. Die Oberflächen waren wie glatte Alabaster. Innerhalb der Kirche waren Reichtümer wie nie gesehen, die Kunst zeigte von Skulpturen und Malern mit Symbolen, deren Künste und die spirituellen Fortschritte des Menschen. Da war Gold und Silber und reiche Edelsteine von jeder Art. Die Kirche war die Personifikation der Reverenz, der Liebe, des Opfers und der Hingebung. Es war Gottes Kirche für alle Seelen, die dort kamen, um es zu besuchen, repräsentierten alle Sektionen der menschlichen Familie, die Gelben von dem Osten, die dunklen Völker von den heißen Ländern und die weißen Brüdern. Alle waren zusammen und dankten und himmelten
Gott an als Brüder und Schwester. Die Zeit kam, als Gott den Menschen freien Willen gegeben hat und ihn verantwortlich gemacht hat für den Weg seines Lebens in Bezug auf sein Gewissen. Und hier wuchs dann das Vergnügen der das Liebe, die Liebe der Macht und die Liebe des Eigentums, sodass Mensch mehr stärker sein könnte und reicher als sein Nachbar. Es ist nur natürlich, dass jede Sektion der Menschen sagte, dass die Kirche der aller Seelen ihre wäre. Bald fingen sie an, untereinander sich zu streiten. Und jeder nahm, was er dachte, was er nehmen konnte. Das Gold und die Silberornamente, die Juwelen alle verschwanden. Die wunderbaren Bücher verschwanden und die wunderbare Kunst. Bis die ganze Kirche zerbrochen wurde und aufgeteilt wurde zwischen den Menschen der Welt. Für diese Portionen der Kirche alle Art und Weise, alle möglichen kriminelle Akte wurden begangen in dem Namen der Kirche. Länder wurden von Kriegen zerstört, Hass wurde ausgegeben, Menschen wurden gefoltert und in den Tod gebracht, in dem Namen von Gottes und Religion. Welche Art dann, fragte Bulja, ist das Richtige? Welches ist das richtige Art und Weise, euren günstigen Eintritt in den Himmel zu erlauben? Die Zeit wird kommen, wenn durch Weisheit und spirituelles Verständnis Leute ihre Teil von Gottes Liebe bringen und sich mit anderen verbinden. In dieser Kirche der aller Seelen wird neu gebaut worden und Mensch wird durch seinen freien Wille und Liebe entdecken, dass die Wahrheit Gottes Liebe ist. Und alle werden zusammenleben in guter Gemeinschaft in Augen Gottes. Es ist unsere Aufgabe, das Richtige, right against evil, das Richtige gegen das Böse zu bringen. Wenn du dazu bringst, dass die Menschheit diese einfachen Wahrheiten verstehen kann und dann freisetzt die Nationen, die in Angst leben und demonstrieren, dass man nicht nur ein erdliches Tier ist, aber ähnlich dem Spirit in diesem Nachleben. Beide, du, John und Mary, seid hier für diesen Dienst. Und während ihr Weisheit sammelt und weiter sehen könnt, so werdet ihr euren Weg finden, wo ihr wieder im Licht seid. Und das Licht wird von euch scheinen. Und die Kirche aller Seelen wird bis in das letzte Teil des Universums bekannt sein. Und dann wird sich das vereinigen mit dem göttlichen Dienst in allen Art und Weisen des Lebens. Wir werden anfangen zu leben, wie Gott es vorgesehen hatte, am Anfang. And so be it, and so ist es, sagte der Priester. Wenn immer du dich fühlst, dass ich dir helfen kann, dann werde ich hier sein. Erinnere, dass dort keine Art und Weise ist, wie man spirituelle Fortschritte richtig messen kann. Dort sind keine Linien, die man übergeht, oder keine separaten Stadien von einem zu anderen. Das sind nicht verschiedene Plätze von Spiritualität, wo du ein Recht hast, hinzudeisen. The plane of spiritual progression is not a staircase, but rather like an upward spiral, giving you greater strength to give to all souls the happiness and right of seeking now value and earning spiritual progression through service, understanding and experience. Der Fortschritt der
spirituellen Weiterführung ist nicht wie eine Treppe, aber eher wie eine Spirale, die langsam nach oben geht und dir Stärke gibt und allen Seelen die Stärke gibt, neue Werte gibt. Und das verdient spirituelle Fortschritt durch Dienst und Verständnis und Erfahrung. Der intense Kampf zwischen Gut und Böse ist einer dieser Konditionen, die besonders nahe sind des erdlichen Lebens. Dort ist der Kampf am schlimmsten. Und Neukömmlinge hier sehen schnell das Licht der Göttlichkeit und der Glücklichkeit. Um zu helfen, den Anstrengungen, die konstant gemacht werden bei Doktoren und Wissenschaftlern, Psychologen und vielen, vielen anderen mit guten Herzen, die dieses Ausbringen und Gottes Absicht versuchen zu verbreiten. Jede Seele kann ihren eigenen Weg entdecken, des Fortschritt über Sünde, Krankheit, Bösheit und andere niedrige Emotionen. Und wenn du Verdienst hast durch deine Arbeit und inneren Frieden erreicht hat, dann hast du das Recht zu spiritueller Weisheit studieren in den größeren Hallen und Schönheiten von Kunst und Farbe und Leben, Literatur und alle verschiedenen Dinge, die du auf dem Weg sehen willst. Deine Zukunft hat einen unbegrenzten Horizont. Ihr könnt zusammen reisen und freut euch auf eure unendliche Glücklichkeit und die Erfüllung von Gottes Willen durch euch. And so be it. Glory be. Und das waren seine letzten Worte, als Bulia sich in Radions begebte und plötzlich nicht mehr gesehen worden konnte. John und Mary gingen nach Hause. In ihren Herzen und Gedanken waren sie voll von Unterhaltung miteinander. Oh, das war ein schönes Kapitel. Das war das Kapitel Nummer 10. Das nächste ist das Kapitel Nummer 11, wo es geht um die Tiere. Animal Kingdom und Traveling.